Verehrte Anwesende, am Volkstrauertag gilt es innezuhalten und nachzudenken über all das, was an Leid, Krieg und Schmerz in diese Welt gekommen ist. Man hat sich auseinandergesetzt mit den Grabsteinen und vermutet, was das Schicksal wohl der Einzelnen war. Es war für viele dann auch nicht einfach festzustellen, dass die dort Begrabenen jünger waren als diejenigen, die dieses Grab gepflegt hatten. Wir haben in Deutschland fast 80 Jahre Frieden, einen hohen Lebensstandard, aber es gibt wenig Dankbarkeit und viel Verwirrung. Der Blick ist immer oder weithin auf das eigene Leben und auf das eigene Haben und die Befindlichkeit gerichtet. Langsam, manchmal noch gar nicht, gibt es das Gefühl und den Willen, gemeinsam anzupacken und füreinander einzustehen. Gerechtigkeit hat etwas damit zu tun, alle mitkommen zu lassen. Und es hat, diese Gerechtigkeit hat etwas mit Aufrichten zu tun, auch die mitkommen zu lassen, die es schwer haben. Angesichts dieses Volkstrauertages kann uns das bewegen, die Spreu vom Weizen zu scheiden und die in den Blick zu nehmen, die wir besonders mitnehmen müssen. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier am Volkstrauertag, am Kriegerdenkmal hier in Muttenheim in Zedlitzpark. Und wenn ich mich so in die Runde schaue, sind es oft dieselben, die hier stehen und gedenken und die noch einen Bezug haben zu Kriegserlebnissen, sei es selbst oder auch von den Angehörigen, Eltern, Großeltern. Deswegen ist auch eine große Verbundenheit hier zu diesem Gedenken, an diesem Denkmal. Wir haben auch hier drei Kränze liegen, zwei von den Sozialverbänden und einer von der Kriegsgräberfürsorge. Die Deutsche Kriegsgräberfürsorge feiert in Anführungszeichen, besteht seit über 100 Jahren. Das wird in diesem Jahr auch besonders begangen, um ins Bewusstsein zu rufen, was es heißt, Angehörige früh begraben zu müssen. Das hat der Herr Münchmeier jetzt eben sehr schön auch deutlich gemacht. Wir müssen aber auch feststellen, das hat er eben auch gesagt, dass wir fast 80 Jahre Frieden haben, es keine Zeitzeugen mehr gibt oder immer weniger, die auch vom Krieg direkt hier in Deutschland berichten können. Und wenn Sie sich umschauen, gibt es wenig junge Menschen, außer die, die müssen, die hierher kommen und dann auch mitdenken und sich fragen, was dieses Denkmal hier bedeutet. Wir sind hier im Park und spielen viele Kinder hier, es kommen viele Familien her. Die meisten wissen nicht, was dieses Denkmal bedeutet, was die Namen darauf bedeuten. Auch wenn die Grenze jetzt im November liegen, ist den meisten die Bedeutung nicht bewusst. Aus diesem Grund haben wir uns auch zusammengesetzt, die Sozialverbände, die Vereine, Ortsvorsteher, darf ich der Herr Rennisch neu in diesem Kreis begrüßen, als Ortsvorsteher der Gartenstadt. Das ist dieser Kreis, der immer da ist. Die Gesangvereine waren dabei, auch als Chorgemeinschaft jetzt der Franz Schollenberger. Dass wir uns überlegt haben, wie können wir diesen Gedanken weitertragen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir eine andere Form finden müssen, um diesen Gedanken auch weiterzugeben. Und gerade die Kriegsgräberfürsorge ist ein sehr gutes Beispiel, weil sie pflegt nicht nur die Kriegsgräber, sondern wir haben mittlerweile sehr große Friedensgruppen, Friedensaktivisten, wo sehr viele junge Menschen dabei sind und mitmachen. Und unser Gedanke ist, dass wir dieses weitertragen, so vielleicht an unsere jungen Menschen hier kommen, um dieses nie wieder auch weiterzubringen. Und aus diesem Grunde werden wir im nächsten Jahr nicht mehr das Programm hier am Kriegerdenkmal machen, sondern die Idee ist, im Rahmen eine andere Form zu finden, wo wir junge Leute mit einbeziehen können. Und für mich ist es jetzt Gelegenheit, mich bei allen zu bedanken, die über Jahre treu hier dabei waren, das Programm gestaltet haben,
an vorderster Stelle jetzt die Chorgemeinschaft, Feuerwasser-Gesangverein, Männergesangverein Niederkranz. Ich finde es toll, dass jetzt auch die Chorgemeinschaft in so großer Mannstärke, kann man heute sagen, dann natürlich auch die Chorleiterin, die Frau Seidenbörfer, heute da sind und ihren Sonntag praktisch den Beginn dieses Gedenkens zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß, es gibt auch treue Besucher. Ich sehe immer, die Frau Jäger ist wirklich jemand, die sehr treu hierher kommt und auch aus innerer Überzeugung an diesem Gedenktag dran teilnimmt. Ich darf mich bedanken bei allen Pfarrern, die hier mit unterstützt haben. Heute der Herr Diakon Münchmeier. Wir haben es immer im Wechsel gemacht mit den Kirchengemeinden. Und natürlich auch vor allem auch bei den Sozialverbänden. Die Frau Nasinski und der Herr Nasinski und vom VDK, der Herr Wittner, habe ich vorhin irgendwo. Ach, da. Ja, das verdient für alle anderen Mitglieder vom VDK, die das mit organisieren und auch natürlich auch immer sich um die Grenze kümmern und dieses Gedenken auch über die Sozialverbände dann in Ehren halten. Und ich glaube, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Es fängt gerade an zu regnen. Ich darf mich bei allen sehr herzlich bedanken. Ich gucke nochmal, dass ich auf Janne, man sagt doch die Bläsergruppe, Thomas Stang. Wir haben zusammen gelernt. Er kommt jedes Jahr in der Besetzung her, um hier mit dem kleinen Unkostenbeitrag, kann man ja eigentlich wirklich nur als Benzingeld bezeichnen, uns hier zu begleiten. Auch das ist nicht selbstverständlich. Seit vielen Jahren begleitet er uns hier mit der Bläsergruppe. Vielen Dank für das Engagement. Und jetzt gebe ich, glaube ich, dem Chor nochmal die Gelegenheit zu singen und dann die Bläsergruppe zum Abschluss. Und natürlich werden wir bekannt machen, in welcher Form wir im nächsten Jahr das Gedenken stattfinden lassen. Wahrscheinlich dann drin. Trotzdem.